Na, Augstein, vorweihnachtlich gestimmt, letzte Sendung vor Weihnachten. Aber ich muss zugeben, ich leide wie ein Hund. Und zwar nicht, weil ich noch fast keine Weihnachtsgeschenke habe, sondern weil die FDP mir wehtut. Es ist die wichtigste Partei. Ich finde, es ist die wichtigste Partei in Deutschland, die wichtigste Partei im Bundestag. Allerwichtigste. Leider ist sie ein bisschen klein geraten derzeit, in Umfragen zumindest. Und in manchen Landtagswahlen. Aber wenn es diese Partei nicht gäbe, dann gäbe es keinen, der mal auf den Einzelnen achten würde. Ich plädiere nicht dafür, dass alle Parteien sich das zum Programm machen sollen, aber ich plädiere dafür, dass... Auf den einzelnen Hotelier zum Beispiel. Ja, nein, auf den Einzelnen und seine Rechte gegenüber dem Staat, meinetwegen auch der einzelne Hotelbesitzer, gegenüber dem Staat und der Frage, was trauen wir dem Einzelnen zu, was soll er können, was muss er können, was verlangen wir von ihm, aber was darf er auch? Die entscheidende Frage, was darf er und was darf der Staat eben nicht? Und das ist die FDP. Also das Kuriose und das wundert Sie jetzt halt ist, ich wäre da sogar Ihrer Meinung, wenn die FDP die Partei wäre, die Sie da gerade beschreiben. Das wenn, ist sie. Das nö, ist sie nicht. Wenn die FDP natürlich die Partei wäre, die sozusagen die ganze Gesellschaft mehr unter dem Aspekt der Möglichkeiten sich anguckt und nicht so sehr unter dem Aspekt der Risiken, dann wäre das eine Partei, wo ich auch der Meinung bin, dass sie... Aber das ist exakt das, was sie tut. Das stimmt einfach nicht. Die FDP ist eine Monoprogrammpartei. Ja? Also die haben nur einen einzigen Programmpunkt, Steuersenkung, Steuersenkung, nein, Steuersenkung. Nee, also drei Programmpunkte haben sie, dreimal Steuersenkung. Und sonst geht es bei denen gerade um gar nichts mehr. Und mit Liberalismus hat das überhaupt nichts zu tun. Das stimmt nicht. Die FDP hat das Thema Steuersenkung und es ist das Instrument, aber nicht das Programm. Das Instrument Steuersenkung ist die Übersetzung, der Einzelne muss mehr dürfen, wir müssen dem Einzelnen mehr Raum lassen, mehr Platz lassen, mehr Geld lassen, damit er das machen kann, was er dafür richtig hält. Es ist eine unsinnige wirtschaftszynische Ideologie, die sozusagen sich in Wahrheit historisch komplett überlebt hat. Das wissen auch alle Leute außer Herrn Brüderle. Und der wird wahrscheinlich bald Parteichef. Herzlichen Glückwunsch. Das werden wir sehen, aber herzlichen Glückwunsch. Aber an der Frage der Steuern, was gehört dem Staat und was gehört dem Einzelnen, deklinieren Sie den gesamten Liberalismus durch. Insofern ist es überhaupt keine Verengung. Es ist vielleicht in der Mantra, das allein quasi zum wichtigsten Ziel der Bundesregierung zu erklären, ist es vielleicht verengt. Aber die Steuersenkung als solche ist ja keine kleine Idee. Es geht ans Grundsätzliche. Und das ist gut so. Und welche andere Stimme im Bundestag, und da sitzen Sie ja zum Glück noch, welche andere Stimme sagt, Moment mal, könnten wir dem Staat auch ein paar Fragen stellen, wenn er aktiv wird? Oder sagen wir alle, was der Staat derzeit macht, ist ja sowieso immer das Beste und immer das Klügste. Also lasst ihn mal machen und gebt ihm am besten noch mehr Geld, indem wir die Steuern erhöhen. Das ist doch aberwitzig. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum Sie eben gesagt haben, dass Sie so leiden. Ich hatte gedacht, Sie kommen hier rein, praktisch mit so stolz geschwellter Brust praktisch und sagen, wieso ist doch alles wunderbar gelaufen. Unser Mitgliederentscheid ist prima über die Bühne gegangen. Herr Rösler hat ja im Prinzip gewonnen. Ich verstehe sozusagen die Zerknirschung gar nicht. Ich meine, ich hatte damit gerechnet, dass die sich komplett selber zerlegen und wir jetzt hier im Grunde überlegen, wann der Termin für die Neuwahlen ist, oder? Der Termin für die Neuwahlen ist dann, was er ist, nämlich September 2013, wenn jetzt nicht der Himmel ganz runterstürzt und nochmal der Euro explodiert. Ansonsten, bis Freitagmittag war damit zu rechnen, dass der Himmel runterstürzt. Nein, selbst wenn der Mitgliederentscheid anders ausgegangen wäre, also gegen die Parteiführung, hätte es mitnichten Neuwahlen gegeben. Dann wäre einfach weiter regiert worden, weil es einen Unterschied gibt zwischen Regieren und Parteiprogrammen. Also man hätte dann sozusagen, im Prinzip ist das ja eigentlich, wahrscheinlich haben Sie sogar recht mit dem, was Sie sagen. Das ist ja das Erschreckende. Es ist erschreckend, dass es wahrscheinlich sogar stimmt, was Sie sagen. Denn dann hätte man einfach das weiter fortgesetzt, was ja in Wahrheit jetzt auch so ist. Nämlich man hat einen Koalitionspartner, der ist ja wie so ein Potemkinsches Dorf, der ist ja wie so eine Fassade in Babelsberg irgendwie. Das sieht von außen aus wie eine Partei, aber wenn Sie dahinter gucken, da ist ja niemand mehr. Ich meine, das ist wirklich erbärmlich. Und das in einer der größten Krisen, die wir hier seit 1945 haben. Ja, also halblang. Aber es sind 93 Abgeordnete im Bundestag von der FDP und die sind da rein gewählt worden von ganz normalen, freien Wählern. Und da sitzen sie bis 2013 aller Voraussicht nach, wenn nicht, wie gesagt, was ganz Grundstürzendes passiert. Aber so ein Mitgliederentscheid wäre es gewiss nicht gewesen. Aber das ist ja die Argumentation von Wolf. Das ist ja im Grunde, die rein formalistisch legitimistische Argumentation des Bundespräsidenten, um vielleicht auch mal das Thema zu wechseln. Der Bundespräsident hat ja genauso argumentiert, im Grunde hat gesagt, wieso? Man hat mich was gefragt, ich habe nicht gelogen, ich habe genau die Wahrheit gesagt. Sie können jetzt mich nicht in die Bedulie bringen, dass ich den Bundespräsidenten verteidigen muss mit seiner in der Tat wirklich maximal haarspalterischen Antwort auf eine ganz klare Frage, um die FDP zu verteidigen. Ich verteidige die FDP. Das ist das gleiche Prinzip, das dahinter steht. Nein, das stimmt nicht. Es ist eine freie Wahl, da sitzen seit vier Jahre 93 Leute und die sollen gefälligst mitregieren und mit Gesetze machen. Aber dafür sind sie da. Moment, jetzt aber nochmal zurück. Wenn sich hinter denen die Partei auflöst, wenn es die im Prinzip nicht mehr gibt, wenn die sozusagen was ist denn wichtiger, der Abgeordnete oder die Partei? Hallo?
Ja, es geht sozusagen darum, ob haben die noch irgendeine Form von Legitimation. Man kann doch nicht sagen, die waren zum Wahltag, hatten die Legitimation und danach hat die sich dann irgendwie aufgelöst und jetzt sitzen die dann noch praktisch wie in so einem Raumschiff. So, ich meine, das ist doch irre. Muss ich jetzt irgendwie, man kann ja nicht immer mit der Verfassung unterm Arm rumlaufen, hieß es mal. Aber ja, ich meine, Sie kennen sie schon ein bisschen. Die haben die Legitimation durch einen Wahlgang zur Bundestagswahl und dann haben sie für 4 Jahre. Ja. Die Partei kann sie weder zurückpfeifen, noch nach vorne pfeifen, noch sonst was. Und wenn sich hinter ihnen die Partei auflöst, dann haben sie vielleicht bei der nächsten Wahl ein Problem. Politische Legitimität ist aber eben was anderes und das ist in Wahrheit jetzt schon das Problem der FDP, meiner Meinung nach. Und außerdem wissen sie auch gar nicht, wohin die gehen. Und nur noch mal ganz kurz, nicht? Wir wissen nicht, in welche Richtung sich diese Partei noch entwickelt, ob sie nicht doch noch zum rechtspopulistischen Auffangbecken wird und dann darin ihre neue Zukunft findet. Das ist aber dann heute, und dann wäre das auch vernünftig gewesen, dass Herr Lindner, den ich übrigens für einen sehr respektablen FDP-Politiker halte, nur um das auch noch mal klarzustellen, dann ist es auch ganz richtig, dass der jetzt zurückgetreten ist, weil der hätte das sicherlich nicht mitgemacht. Aber Sie können natürlich an einem Tag, wo diese Partei bzw. ihre Mitglieder mehrheitlich der abgegebenen Stimmen mehrheitlich gesagt haben, wir wollen den Eurokurs der Führung und letztlich auch der Regierung stützen, ihnen jetzt nicht schon wieder rechtspopulistische Stimmenfängerei unterstützen, also unterstellen. Das haben sie ja gerade das Gegenteil bewiesen. Es gibt also eine verschwindende, gemessen an der Gesamtmitgliederzahl, echt kleine Minderheit, die was anderes wollte. Die hat jetzt verloren und nun ist es mal gut. Warten wir mal ab, wie das weitergeht mit Herrn Rösler, wie lange der sich da noch hält, ob er nicht der Nächste ist, der hinschmeißt und wer dann von ihm den Posten übernimmt. Gut, das Schlimme ist, und, unter 40 ist auch keine Garantie mehr dafür, dass es klappt. Aber Ralf Dahrendorf, ja, der rotiert im Grab, wenn er sich anguckt, was seine politischen Erben hier aufführen, ehrlich gesagt. Also mit dem politischen Liberalismus, wo die mal herkommen, haben die gar nichts mehr zu tun. Weihnachten kommt. Für die FDP? Das Fest der Liebe. Für die FDP vielleicht auch, aber erstmal für uns. Ich habe Ihnen Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Letztes Mal bin ich beschimpft worden, weil ich hier eine Kerze angemacht habe. Die habe ich jetzt nicht mit. Oh, Geschenke. Das ist für Sie. Dann muss ich das gleich aufmachen? Ja, natürlich. Das müssen Sie vor der Kamera aufmachen. Aber das ist teures Papier. Dann sagen wieder gleich alle Zuschauer, wir hätten das Papier nicht zerreißen sollen. Eine Krawatte. Nein. Irgendwas Weiches. Noch eine Krawatte. Eine CD. Und ich dachte, für den heutigen Tag, ja. Aber es ist übrigens nicht mein Mitgliederentscheid, weil ich Sie nicht FDP-Mitglied bin, um das nochmal festzuhalten. Ich ziehe die Krawatte sofort an. Ich habe nämlich gesehen, also der Posten des Generalsekretärs ist frei. Meiner Meinung nach ist das was, das könnten Sie wahrscheinlich. Dann wird vielleicht aus Ihnen nochmal was Anständiges. Außerdem könnte ich dann ja nie freitags kommen. Und ich habe auch noch was Kleines. Ja, noch was Kleines. Moment, jetzt ist es vielleicht besser, genau. Nicht, dass ich das Mikro, oh Gott, das kriege ich gar nicht auf. Wer hat das denn zugemacht? Ich habe das eingepackt, natürlich. Ja, aber es ist ja nicht so, dass ich nichts hätte. Immer, ich mache das hier mal schnell auf. Das Lügenspiel. Spielen wir das dann zu zweit? Nee, das Lügenspiel. Aber da würden Sie wahrscheinlich gewinnen. Und ich habe was Profaneres. Ich bin ja auch nur von der Bildzeitung. Ich habe was Profaneres. Ich habe es aber in Schwarz-Rot-Gold eingepackt. Mhm. Das sind knallbar und vorsichtig. Es sind zwei kleine Dinge. Eines, die können Sie gebrauchen. Reißen Sie es einfach auf. Ich finde, das sagt unheimlich viel über uns beide aus, wie ich meine Geschenke an Sie eingepackt habe und Sie ihre. Ja, das könnte sein. Aber das kommt auch, weil ich auch mal geregelt habe, Arbeit tagsüber nachgehe und nicht so viel Zeit hatte und so weiter. Also einen kleinen Nikolaus, damit Sie mich immer vor Augen haben, auch unter der Woche, nicht wahr? Und einen rechten Boxhandschuh. Okay, verstehe. Damit Sie auch mal mit rechts was richtig machen. Ah, verstehe. Okay, das ist der kleine Nikolaus. Ja, jetzt nicht aufessen. Sie sollten Sie ein Jahr lang auf den Schreibtisch halten. Na gut. Ich habe auch noch was für Sie. So ist es nicht. Wir haben nämlich noch zwei. Wenn die vielleicht die Kamera, wie man dann sagt, dann, wenn ich das mal so zeigen darf, kann man das sehen? Ja. Die Schlümpfe? Mhm. Sie können sich jetzt mal überlegen, Herr Blume, welcher von den beiden Sie sind. Ich bin vor allen Dingen kein Schlumpf, weil dann laufe ich nie blau an, Sie laufen immer rot an. Aber ich stelle die hier mal hin und Sie können sich das überlegen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal frohe Weihnachten. Ich möchte der mit den Hörnern sein. Das dachte ich auch, dass Sie das sind. Ich bin nämlich der Schlauschlumpf von uns beiden. Tschüss. Sie sind der Schnarchschlumpf bestenfalls. Tschüss. Frohe Weihnachten.